Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Wir sind hier immer noch im Knast. Wir brauchen für diese beiden den Basketball. Und ich wollte mal gucken, ob ich überhaupt was finde vom Gefängnis. So Albatross hieß das doch. Ja. Wir kriegen, glaube ich, das Geld von den Dingern doppelt, aber von denen nicht. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen. Ich habe es gerade getestet und schon wieder vergessen. Wir müssen auf jeden Fall weiter, weil, ja, wir sind halt im Innenbereich vom Knast. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Dann müssen wir hier einmal den Sommer machen. Nachher muss ziehen, stimmt. Wusste ich natürlich. Was mal hier Schönes? Ah, so ein Sprungding oder Lauf. Ne, Sprungding. Punk. Natürlich muss so eine Szene kommen, weil man kann ja einfach so geportet werden. Was bist du? Irgendwas, was ich noch nicht machen kann, denke ich mal. Das sieht auch wie aus wie ein Space-Zeug. Naja, egal. Ich habe die Steuern vergessen, muss ich gestehen. Ich darf es nicht verpassen. Du wirst verlieren. Los, zeig mir, was du drauf hast. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Okay, ich kann ihn einfach so gefangen nehmen. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Okay, man kann die auf jeden Fall ineinander werfen. Das gibt irgendwie ein Schiff, wenn man das fünfmal macht oder so. Sag meinem Anwalt, es geht um das Übliche. Okay, es hat nicht geklappt, schade. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Okay. Jetzt verstehe ich auch mein Horoskop, in dem es hieß, ein großer, finsterer Fremder würde mich verhaften. Ha. Also, das wäre verständlich. Also, ich schlag die einmal, dann liegen die auf dem Boden, dann muss ich die Hand nehmen und das ist das ganze Kampfsystem. Man muss da irgendwie mal kämpfen, also richtig kämpfen oder so. Aber naja, egal. So, damit können wir immer nicht arbeiten. Ist gesperrt, ja, ich weiß später. Aber gut, dass du sagst, dass es das eine gibt. So, das gemacht. Dann habt ihr hier euren Basketball wieder. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Das habe ich glaube ich auch schon gemacht, ne? B. Immer genau dann, wenn dieser Zirkus in der Stadt ist. Ich würde sagen, das war ziemlich gut alles. Erzielt beim Basketballspiel 3 Treffer mit 3 Versuchen Zielübung Achievement erhalten. Perfekt. Wusste ich nicht mal, dass das Achievement ist. Also ich will hier auch wieder, werde hier auch wieder 100% machen. Halt nur die Frage, was ich von Onscreen Offscreen mache. Also, ob ich das halt alles im LP schaffe, besser gesagt. Oder ob wir dann halt irgendwie das in so einer Parts noch machen oder was auch immer. Okay, ich wollte eigentlich erstmal hier langspringen, aber gut, und rede schon mal direkt mit ihm. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Hm, da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Na, oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber... Keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Warum? Ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich rufe dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Okay, wahrscheinlich ist das Morgan Freeman oder jemand, der klingt wie Morgan Freeman. Und, also im Englischen dann, aber ja, im Deutschen ist das halt so ein bisschen... verwirrend. Hier steht anscheinend eine Mission.
Also würde ich mal tippen, dass Mission ist. Genau, Spezialauftrag 1. Schere rein in Sicht. Bin der Schrittländer, spring drauf, um daran runterzurutschen. Aus irgendeinem Grund funktioniert das mit geraden Ländern nicht. Darüber muss ich noch nachdenken. Ja, okay. Okay. Dass es kein Problem ist. Ja, genau, das hier kaputt machen bringt ja nur Steinchen, aber es kann sein, dass noch was anderes drin ist. Und Steine können ja auch nicht schaden. Okay, die können wir nicht kaputt hauen, warum auch immer. Also allgemein schlagen war gerade eher so nur. Die haben alle Spaß. Okay. So 4000 haben wir aktuell schon mal, ist schon mal gut. Kannst mich nicht ewig hier festhalten. Okay, also das Kampfsystem ist irgendwie ziemlich langweilig, muss ich sagen. Du schmeißt sie einfach nach hinten, das war's. Kann ich nicht, okay. Jetzt wollte er nicht schießen, gut. Vielleicht, dass er schießt, aber nö. Das kann ich nicht kaputt machen. Hier soweit auch nicht. Ich sammle erstmal das Geld ein, würde ich sagen. Wo wir uns dann an die anderen Leute machen. Vielleicht noch so ein paar Sachen kaputt machen, wo man vielleicht noch was machen könnte. Was hiermit? Nichts. Also dafür müssen wir schon erstmal die Türen öffnen oder so. Dann haben wir das alles gemacht. Warum soll ich manchmal Y drücken? Was habe ich davon? Y ist einfach einen Charakter wechseln oder nicht? Ich würde es echt cool finden, würde ich einfach das Geld bekommen. So, zweifacher Multiplikator dafür bekommen. Dann einmal gefangen. Okay, ich habe 200 liegen lassen. Gute Arbeit! Die werden wahrscheinlich fehlen. Und warer. Ja, ich muss wieder die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Okay, wir haben jetzt Fleisch geschaltet. Chase McCain, Räuber. Okay. Wir müssen Räuber-Skill. Die Schule nicht abbrechen sollen. Okay. Jetzt können wir da räubern. Ich verstehe. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Sicher, Freund? Okay, hier kriegen wir auch Geld für. Gut zu wissen. Was bauen wir denn hier Schönes? Ach, ein Hochkletterding oder wie? So, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Das kann ich auch aufbrechen. Da ist ein roter Stein. Komm ich da ran? Ah ja, ich kann es kaputt prügeln. Wusste natürlich. Erster roter Stein. Perfekt. Man muss den in der PC-Version auch wohl nicht kaufen. In der Wii U-Version muss man das wohl noch? Das kann man nicht, ne? Schlüsselkarte dafür.
Ist das die Zelle von dem Typen? Und wir brauchen hier die Schlüsselkarte, um halt in die Zelle zu kommen. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, wir kriegen das Geld zusammen. Das wäre super. Ich bin unschuldig. Okay, jetzt muss ich hier scannen. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Okay, dafür muss ich aber jetzt so eine Polizeiscan wieder gehen. Aber ich kann, während er diese, hey, das kann ich machen, Animation macht, kann ich auch das Outfit wechseln. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Also das Gefängnis ist in nicht so guten Zustand, würde ich mal sagen. Das können wir nicht kaputt hauen. Schade, wir können die einfach Wände zerschlagen. Ganz normal halt. Was man also als Polizist täglich macht. Wände einschlagen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, dass man da nicht am Rand ist. Also, dass man an der Wand lang gehen kann. Okay, hier ist einfach nur klettern, man muss nichts drücken. Also, das macht das Spiel alleine. Gut, merke ich mir. Ja, okay, man sieht, dass da eine Spalte ist. Ich war nicht so aufmerksam. Das können wir nicht machen, oder? Ja, stimmt, ich kann einfach das machen. Nee, das geht tatsächlich nicht. Dafür brauchen wir Rot. Aber hier können wir Lila verwenden. Das ist das Büro des Chefs hier, oder wie? Glaube ja. Da klappen wir erstmal seinen Tisch. So muss das. Okay. Okay, ich muss einfach nur warten, bis es grün wird. Okay, wir brauchen tatsächlich diese Karte. Perfekt. Okay, den habe ich auch noch bekommen. Perfekt. Ein 100er mehr. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier das hinbekomme, weil im ersten Mal war es ja auch schon so, dass ich so komplett davon weg war. Ich hatte maximal, ich glaube 74% oder, ja doch 74, ja. Oder 75 maximal. Und, ja. Ist halt nicht so gut zu erreichen gewesen. Da mache ich die Laser aus, oder? Ja. Ich war aber kurz nicht sicher, was man damit ausmacht, ob man die Laser ausmacht. Na klar. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Okay. Unten sind die aber nicht aufgegangen. Zum Glück nur hier oben. Da drin könnten wir klettern. Bunk. Und Bunk. Oder sind die unten auch aufgegangen? Okay, was soll ich überhaupt machen? Also hier habe ich das Geld, was ich nicht habe. Hier kann ich reingehen. Und ich habe nicht geguckt. Ich glaube, diese Haufen da sind das, die wir zerstören sollen. Da könnten wir oben vielleicht rein, obwohl könnte vielleicht sonst das Rote dafür brauchen. Hier brauchen wir wieder Einbrecher. Chase, also Räuber. Ich denke mal, wir kriegen so wie pro Level, also pro so Spezialauftrag irgendwie immer so einen neuen Skill. Obwohl ich glaube, es sind ja irgendwie 15 waren das, ne? Sehe ich gerade nicht. Ich glaube, es waren 15, aber wahrscheinlich ist dann nicht so, dass ich für jeden was bekomme, so alle wie 2 oder sowas. Es gibt nicht so viele Kategorien. Es fehlen ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir schon recht schnell voll. Und so wie ich Leo kenne, kriegt man 1 immer so ganz erst am Ende. Was kann ich hier schon jetzt bauen? Achso, so ein Ding hier. Beep, beep, beep. Immer hoch oder rein? Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Okay. Ich soll das Ding versperren. Wie?
Mach erstmal das hier. Okay, das ist ja leicht. So, warten, bis du drin aufploppt und da einfach in die Taste, in die Richtung drücken. Ich bin mir was Schweres erwartet. So wie in GTA San Andreas zum Beispiel. Der Tanzwettbewerb und so. Ich meine, der war auch nicht so ultra schwer, aber da muss man halt immer noch warten, dass es so wie halbwegs passt. Man muss halt noch abwarten, dass er da in den Kreis reingeht und dann halt da mittig ist. Schließe das Minispiel mit dem mechanischen Bullen. Aber Schiff und Alten, ein guter Bulle. Now? Okay, ein Polizeimarkending. Wusste nicht, dass ich das bekomme, so wie es gemacht. Okay, dann baue ich das zu. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was es hier gibt. Okay, Häftling. Weil nicht, dass ich das hier dann nicht machen kann, weil ich in der falschen Reihenfolge das mache. Aber wenn ich das jetzt ranbaue, ist wahrscheinlich, dass dann direkt weitergeht oder so. Schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dumby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Wer okay. ist da? Okay. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Gott, das ist ja ein komplett nutzloses Minispiel. Alphabetisch geordnet, okay. Was ist da draußen los? Mhm. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Das weiß ich auch nicht. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Okay. Ist das so der normale Weg für den Typen, dass er immer erst die Musik spielt, dann gehen seine Boxen kaputt? Und dann, ja. Moment, ich kann das scannen, ne? Hab ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst dadurch. Tja, das klingt nach einem Du-Problem hier und Ich-Problem. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Ja, und runter geht's. Das kann man natürlich nicht machen. Durchsuche Rex-Zellen nach Beweisen. Das muss die Zelle von Rex sein. Zelle, ja, okay. Ist ein bisschen luxuriöser als die Standardzelle, würde ich sagen. Da ist der Whirlpool. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll. Wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende. Interessant, ein versteckter Knopf. Ah, ich dachte, ich kriege Geld für. Dann drücke ich den auch nicht, wenn der versteckt ist. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Dir gebe ich Faures. Dich mache ich fertig. Ja, warte doch. Los, zeig mir, was du drauf hast. Ah, nicht getroffen. Dann halt so. Doppelte Punkte davon haben wir bekommen. So, erstmal das Land zerstören. So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase.
Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Ist das ein Schlagzeug? Anscheinend. Mach dich bereit. Okay, die kann ich auch nochmal in der Mission machen. Ich würde sagen, machen wir das noch kurz und dann heißt es für diesen Part. Warum kommt da so ein Wasserspritzer? Soll das Schweiß darstellen? Das sieht ein bisschen doof aus. 1 von 2 müssen wir machen, okay. Und wo ist 2 von 2? Kann ich es nochmal machen oder wie? Ich mach sogar nochmal. Weil ja schon die 1 von 2. Und wenn ich das 2 von 2 mache, also kann es sein, dass ich natürlich ein anderes, irgendwas anderes machen soll. Aber ich weiß ja nicht. Das ist aber echt nervig, dass man es 5-mal machen muss. Okay, das trägt natürlich nicht dazu bei. Wusste ich natürlich. Gut, dann würde ich sagen. Oh, gut, dass ich nicht drauf saß. Bis wir da jetzt rüberkommen, um dahin zu kommen. Dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.